Hallo, einen schönen guten Abend. Ich habe hier vier verschiedene Duschseifen. Ja, Duschseifen, nicht Duschgel, sondern Duschseife. Funktioniert genauso wie ein Duschgel, nur eben als Seifenstückchen. Man kennt das ja jetzt auch schon von Shampoo. Da gibt es ja auch schon die festen Shampoos. Und dieses hier ist eben für die Dusche. Eukalyptus, Lemon, Patchouli und Lavendel haben wir hier. An den Farben erkennt man ja, dass es unterschiedliche ätherische Düfte sind, aber insgesamt herausriechen tut man es nicht. Ganz einfach, weil die waren verpackt gewesen in diesem Karton hier und weiter nichts als ein Seidenpapier drumherum. Natürlich haben sich die Düfte komplett vermischt. Das Einzige, was man hier wirklich intensiv wahrnimmt, ist Sheerbutter. Bisschen Olive und Kokosnuss kann man auch noch herausriechen. Das sind so die Fette, die hier mitverarbeitet sind, um die Haut zu pflegen, um der Haut gut zu tun. Aber die einzelnen Düfte, die hier benannt sind, rieche ich jetzt absolut nicht mehr raus. Nee, beim besten Willen, das ist alles. Ja, das ist alles eins. Das riecht alles in dieselbe Richtung. Nichtsdestotrotz, ich bin ein intensiver Anwender von natürlichen Seifen, von handgemachten Seifen. Ich kaufe grundsätzlich nur solche Seifen und deshalb wollte ich das hier auch mal ausprobieren. Ja, auch als überzeugter Anwender von Naturseifen braucht man Abwechslung innerhalb dieser Sparte und sucht sich dann auch dann mal was anderes raus. Und so ist es bei mir nicht anders. Jedes Stück wiegt 120 Gramm. Und ja, enthält natürlich neben diesen ätherischen Ölen auch Sheerbutter, Olive, Kokosnuss. Und das ist dann insgesamt eine ganz tolle pflegende Seife. Ich sehe gerade Kernseife. Kernseife mit, ja, das soll eine Kernseife sein. Eine Kernseife. Kernseife kenne ich eigentlich als ganz normale, schlichte Seife. Meine Oma hat die früher gekocht aus Knochen. Ja, habe ich selbst mal gesehen. Wir hatten früher sowas auch zum Waschen. Und daher ist mir Kernseife eigentlich auch heute noch ein Begriff. Ich kaufe die auch heute noch zum Waschen. Dass die nun hier mitverarbeitet ist, verwundert mich gerade. Ich kannte das immer bisher nur aus Seifenflocken hergestellt. Aber Kernseife ist natürlich eine sehr, sehr natürliche und gesunde Seife. Die ist ganz toll, nicht nur für die Wäsche, sie ist auch gut hautpflegend. Wenn man Wunden hat oder so, soll man ja auch ein Kernseifebad machen und so schwelen an den Händen, an den Füßen. Da wird das überall empfohlen. Also grundsätzlich ist das hier was ganz Tolles. Von den Inhaltsstoffen her gibt es da überhaupt nichts dran zu meckern. Ganz toll. Rein in diesen dabei liegenden schönen Seifensäckchen. Das ist aus Sisal. Habe ich so auch noch nicht gehabt. Es ist schön elastisch, aber es hat eine Struktur. Das massiert und peelt auch gleichzeitig, wenn man damit wäscht. Das Einzige, was mir nicht gefällt, ist diese Holzkugel, mit der das dann geschlossen wird. Ich denke mal, die wird beim Duschen irgendwann mal aufweichen und dann sieht die nicht mehr so schön strahlend aus. Und das andere Ding ist, die Seife hier drin ist, na gut, wenn sie aufweicht, verklebt sie wahrscheinlich hier mit den Fasern und rutscht dann auch nicht raus. Dann kann man das auch offen lassen. Aber ansonsten wäre es natürlich irgendwie hinderlich. Man kann es nicht wirklich verschließen. Von unserem anderen Seifensäckchen kenne ich das dann, dass man das Band dann so ein bisschen zusammenzieht und dann hier den Schieber runterschiebt und einen kleinen Knoten reinmacht. Bloß mache ich das in diesem Material. Das ist so fast so wie Mullbinde, wie eine gerollte Mullbinde. Wenn ich das hier mache und das ist nachher nass, ich kriege den Knoten nie wieder auf. Das wird wie Beton und deshalb ist das hier in diesem Falle nicht so ratsam. Also am besten offen lassen, die Seife ein bisschen einweichen lassen, das Seifenstück und dann schön in diese Faser reindrücken, dass es damit verklebt. Dann kommt immer schön Schaum durch und pflegende Inhaltsstoffe kommt alles durch. Und ansonsten wird es dann von dem Säckchen, von den Fasern gehalten, damit es nicht rausrutscht. Alles in allem ein tolles Geschenkset. Ich will das schon für Weihnachten haben, für meine Tochter, für meine Jüngere. Die liebt sowas, die findet das ganz toll. Und
Ist für mich das perfekte Geschenk. Ja, meine Kinder sind alle solche Naturseifenliebhaber und da nimmt sich das nicht. Sie kennen es von mir nicht anders. Sie haben nie was anderes kennengelernt, zumindest nicht in den Jahren, die sie bewusst erlebt haben. Ganz zu Anfang habe ich natürlich auch mal mit normaler, handelsüblicher Seife hantiert. Aber da ich selbst viele Hautprobleme hatte, bin ich irgendwann bei Naturseifen, bei handgemachten Seifen gelandet und kaufe nur noch in Seifenmanufakturen. Ja, es ist ein bisschen teuer. Das sieht man ja auch bei diesem Produkt hier. 19,99 € für diese 4 Stücken und den Seifenbeutel dazu. Ich sag mal, den Seifenbeutel mal als kleines Dankeschön mit dabei. Aber die Seifen für 19,99 € wäre pro Stück dann 5 €. Ist aber ein ganz typischer Preis in dieser Größe und Abgabemenge. Eher noch ein sehr geringer Preis und ist ein schönes Geschenk für jemand, der sowas zu schätzen weiß. Das ist was, was man nicht jedem schenken kann. Manch einer wird die Nase rümpfen und sagen: Oh mein Gott, das riecht ja irgendwie so penetrant oder so. Man muss solche Düfte natürlich auch lieben und man muss den Wert, für den Mehrwert für die Haut auch dabei zu schätzen wissen. Das kann man nicht jedem schenken. Nein, es muss wirklich jemand bekommen, der das kennt, der das zu schätzen weiß. Und dann hat man wirklich das perfekte Geschenk. So, das war's von mir. Ich wünsche euch noch einen schönen Abend. Danke für eure Aufmerksamkeit und bleibt schön gesund. Tschüss.